besonders interessiert oder was Arbeitsgebiet ist, aber letztlich Galaxienentwicklung, also unsere Milchstraße und ihre ganzen ähnlichen Objekte im Universum, wo mich die langfristige Entwicklung interessiert. Wir sind natürlich Multi-Wellenlängen-Astronomen, das heißt, die Forschung, die wir hier machen, und auch meine im Speziellen, ist optische Astronomie, aber eben auch UV, Röntgenastronomie, Radioastronomie, wobei UV und Röntgen natürlich Sachen sind, die wir im Weltraum machen mit den Satellitenobservatorien. Fürs Beobachten selber, klar, Mitteleuropa ist nicht unbedingt der beste Standort dafür. Typischerweise gehen wir nach Spanien, nach Chile, Südamerika, Südafrika, Australien, das sind so naheliegende Plätze, aber auch Kalifornien und Hawaii. Überall da, wo es trocken ist, wo wir relativ hohe Berge haben, wo wir konstante trockene Luft haben, das ist die Plätze, wo die Astronomen es hinzieht. Deshalb ist ein wichtiger Punkt, wenn wir zu einem Observatorium fahren, dass man zu einem Observatorium, dass ein Observatorium eben nicht in der Nähe von der Stadt ist, dass man weit weg von jeder künstlichen Beleuchtung ist. Wenn eine Radioastronomie ist, naja, da ist das Wetter nicht ganz so kritisch, zumindest bei den längeren Wellenlängen. Da ist allerdings das Problem, dass wir natürlich auch durch die ganze Elektronik, durch Handys, durch Fernseh, Radio natürlich auch Störstrahlung produzieren. Begeisterung für die Astronomie kommt halt schon relativ früh von Abendspaziergängen mit meinem Vater, der eigentlich immer Spaß gehabt hat, abends noch rauszugehen. Dann kommt dann halt das Interesse an dem Sternenhimmel dann ganz natürlich mit. Und das habe ich dann in einem Physikstudium beibehalten und das hat sich dann vermehrt. Und wenn ich was machen wollte, das würde ich am liebsten tun. Ich bin halt glücklich genug, ist gut gelaufen, dass ich das, was ich gerne machen würde, auch wirklich als Beruf machen kann.